Am Ende bleiben laut Behörden 98 verletzte Beamte zurück und ausgebrannte Autos und ein Zeitungskiosk. Ausgerechnet nach Demonstrationen gegen Polizeigewalt und für die Pressefreiheit, die in ganz Frankreich Hunderttausende auf die Straßen trieb. Es geht um die individuelle und gesellschaftliche Freiheit im Land. Wir sehen, wie die Freiheit seit Jahren untergraben wird mit willkürlichen Verhaftungen und Polizeigewalt. Umstritten ist ein Gesetz, das für so wörtlich allgemeine Sicherheit sorgen soll. Die Regierung will damit unter anderem einer Forderung von Polizeigewerkschaften nachkommen, die besseren Schutz für Beamte fordern. Unsere Kollegen werden bei der Arbeit gefilmt und anschließend werden ihre Gesichter in sozialen Netzwerken verbreitet und ihre Identität und Adressen werden ebenfalls verbreitet. Das schafft enorme Risiken für sie, aber auch gleichermaßen für ihre Familien und Kinder. Seit den Gelbwesten-Protesten hat sich der Konflikt zugespitzt. Nun will die Regierung es unter Strafe stellen, Bilder von Polizisten zu verbreiten, wenn man ihnen damit schaden will. Kritiker sehen keinen Grund dazu. Es gibt derzeit genügend Gesetze, die Polizisten schützen, und es ist normal, dass sie geschützt werden. Man hat uns aber kein wirkliches Beispiel benannt, in dem die Verbreitung von Bildern Polizisten Schaden zugefügt hätte. Kritiker fürchten hingegen eine Einschränkung der Pressefreiheit. Dabei zeigte sich gerade, warum Bilder mitunter nötig sind. Diese Aufnahmen vom Einsatz gegen ein provisorisches Flüchtlingslager nannte selbst der Innenminister schockierend. Und dieser Einsatz führte zu Ermittlungen gegen mehrere Beamte, die einen Musikproduzenten zusammenschlugen, nicht wissend, dass sie gefilmt werden. Die Bilder sind beschämend, schrieb Präsident Macron. Der Konflikt in Frankreich geht weiter um die Macht der Bilder und die Bilder der Macht. Ja, und an der Macht ist ein Präsident, der mal für Dialog, für Weltoffenheit stand. Aber jetzt setzte Emmanuel Macron offenbar immer mehr auf Repression, auf Überwachung, auf schärfere Gesetze, fragen wir Anne Arendt in Paris. Anne, wie ist denn dieser Rechtsruck, muss man ja im Grunde genommen sagen, zu erklären? Auf den Schildern der Demonstranten war vor allem ein Name zu lesen, der des Innenministers Darmanin. Der tritt als Hardliner der Regierung auf. Mit ihm will sie bei rechten und bei konservativen Wählern punkten. In anderthalb Jahren wird in Frankreich ja der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin gewählt. Von links hat Macron da relativ wenig zu befürchten. Aber rechts außen bringt sich Marine Le Pen in Stellung. Sie liegt in Umfragen gleich auf und treibt die Regierung vor sich her. Und gleichzeitig zeigen aber die Proteste gegen das Sicherheitsgesetz, begibt sich Macron auf das Terrain der Rechten, verprellt er damit seine früheren Anhänger, die ihn für seine Offenheit und Zuversicht gewählt haben und nicht dafür, dass er nun Angst und Misstrauen schürt. Und bei Verstößen gegen dieses Sicherheitsgesetz droht ja bis zu einem Jahr Gefängnis oder eine 45.000 Euro Geldstrafe. Wird das Gesetz denn in Reinkultur kommen? Die Regierung steht nun unter enormem Druck. Eigentlich soll das Gesetz im Januar den Senat passieren. Nun ist aber die Frage, ob möglicherweise einige Passagen überarbeitet oder entschärft werden. Heute Nachmittag fand dazu eine Krisensitzung des Präsidenten mit mehreren Ministern statt. Und am frühen Abend werden erste Informationen dazu erwartet. Dann muss auch der Innenminister im zuständigen Parlamentsausschuss Rede und Antwort stehen. Anne, danke für diese Auskünfte nach Paris.